Heute erwartet uns ein Wohltätigkeitsrennen. Ich habe viele Strippen gezogen, um es möglich zu machen, aber es musste sein. Viele Leute misstrauen uns. Es wird Zeit, ihnen zu zeigen, dass wir mehr als Outlaws sind und uns ein bisschen gute Publicity zu verschaffen. Das kann nie schaden, weißt du? Ah, und das Rennen. Es geht durch den ganzen Hafen, Frachtschiffe eingeschlossen. Pass auf, dass du nicht über Bord gehst. Das tut weh. Wenn du baden willst, gibt's bessere Methoden. Die Leute halten uns für Kriminelle, weil wir auf der Straße Rennen fahren. Aber das stimmt nicht. Es geht um mehr. Wir lieben das, was wir tun und wollen den nächsten Schritt gehen. Legal werden. Wandel ist nicht einfach, aber notwendig. Der Trick dabei, möglichst alle ins Boot zu holen. Es geht um die Zukunft, verstehst du? Fragt sich nur, welche Richtung wir einschlagen. Du bist ein verdammt guter Street Racer. Holst einen Sieg nach dem anderen. Ist ein gutes Gefühl, oder? Ich weiß das. Ich habe selbst ein paar Rennen gewonnen. Aber vergiss niemals, nicht nur Niederlagen. Auch Siege können die Freundschaft auf eine schwere Probe stellen. Es muss nicht so kommen. Aber ich habe gelernt, wie schnell es den Bach runtergehen kann. Auf die harte Tour. Sieh dir das an. Nichts als Felsen und Sand, soweit das Auge reicht. Die reinste Wildnis. Was ist denn das für eine Kacke? Three.
Ich sage dir, du wirst das für mich gewinnen. Du fährst hier besser, als Wade je gefahren ist. Traditionalisten verkennen, dass alle Disziplinen aus demselben sportlichen Antrieb entstanden sind. Der erste Grand Prix fand 1906 statt, das erste Air Race 2003, 100 Jahre später, aber aus demselben Antrieb. 3, 2, 1. Gleich hebst du ab.
Du musst die Sache hier wirklich ernster nehmen. Ein Rennen auf dem East River ist heikel. Zwischen den engen Checkpoints und dem Kielwasser der Konkurrenz kann man ganz schnell in Schwierigkeiten geraten.
Aber die Stadt liebt dieses Rennen, also nehmen wir jedes Jahr teil. Apropos, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist, dass du genug getan hast, um auf Clarence Radar zu kommen. Und das ist auch schon die schlechte. Er wird alles tun, damit du ihm nicht gefährlich wirst. 3, 2, 1. Macht er. Als ich sagte, er tut alles, habe ich damit nicht gerechnet. Keiner wird dir die Tür offen halten, nur weil du ein Profi bist. Viel eher schlagen sie vor dir zu. Es gibt Fahrer da draußen, die alles tun, um zu gewinnen. Aber wenn die Stimme in deinem Ohr sagt, Abkürzungen seien okay, dann stelle sie aus und höre mir zu. Handle wie ein Profi. Habe hohe Standards. Respektiere dich, respektiere den Sport und du hast auch meinen Respekt. Die Debatte, die uns spaltet, ist mit wenigen Worten erklärt. Auf der einen Seite sind die Modernen, die glauben, dass wir uns anpassen und Neues ausprobieren müssen, um mehr Zuschauer anzulocken. Auf der anderen sind die, die Unrecht haben.
Mississippi. Früher sind sie ihn mit Dampfschiffen runtergerast. Der Sieger fuhr irrsinnige 13 Knoten. Nach heutigen Maßstäben nicht viel. Aber damals war das in aller Munde.